Hallo miteinander. In der heutigen Folge sprechen wir erneut über ein Ereignis aus der ukrainischen Geschichte. Und zwar sprechen wir heute über den Holodomor, eine Hungerkatastrophe, die sich in den frühen 1930er Jahren in der Ukraine abspielte. Was es genau mit diesem Holodomor auf sich hat, darüber sprechen wir jetzt in den kommenden Minuten. Los geht's! Der Holodomor des Jahres 1932 und 1933 gehörte neben der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 zu den zwei zentralen Traumata der ukrainischen Geschichte, so könnte man sagen. Diese zwei Ereignisse prägen die ukrainische Geschichte bis heute und insbesondere der Holodomor ist bis heute mitverantwortlich für das ukrainisch-russische Verhältnis, eine Problematik, die ja auch gerade wieder im aktuellen Krieg, der nun gerade geführt wird, hochkocht. Um zu verstehen, was dieser Holodomor genau war, müssen wir einen Schritt zurückgehen und zwar in die frühen 1920er Jahre in Russland und in der Ukraine. Im Jahr 1920 war die ukrainische Volksrepublik der erste eigene ukrainische souveräne Staat in seine Bestandteile nach nur 2 Jahren wieder zerfallen. Die Bolschewiki, die in Russland an die Macht gekommen waren, hatten es geschafft, das Sowjetimperium jetzt wieder auszudehnen und die Ukraine in die große Sowjetunion, die jetzt nun entstehen sollte, zu integrieren. In den 20er Jahren durchlebten jetzt nun die verschiedenen Teile der Ukraine eine durchaus unterschiedliche Geschichte in Abhängigkeit von verschiedenen anderen Ländern. Die Westukraine war zu diesem Zeitpunkt unter polnische Herrschaft geraten und nahm damit einen völlig anderen Weg als die Zentral- und die Ostukraine. Zentral- und Ostukraine wiederum waren aber jetzt nun Gebiete in der Sowjetunion. Und die Sowjetunion war eben die Region, das Imperium, was in den 20er Jahren und in den 30er Jahren von verschiedenen Hungersnöten heimgesucht werden sollte. Bereits in den frühen 1920er Jahren tobten in den verschiedenen Sowjetrepubliken, die nun entstehen sollten, Hungersnöte. Das hatte damit zu tun, dass nach dem langen russischen Bürgerkrieg, der ja stattgefunden hatte, in dem sich die Sowjets ja erstmal gegen die nationalistischen Kräfte durchsetzen mussten, jetzt nun große Teile gerade der Ostukraine in Schutt und Asche lagen. Und hier waren eben gravierende Nachwirkungen dieses langen Krieges zu spüren und Hungersnöte waren eine direkte Konsequenz. Doch in den 20er Jahren war es so, dass die Machthaber der Sowjetunion natürlich auf dem Standpunkt standen, das sind im Grunde jetzt Staatsschwierigkeiten unseres neuen Staates, der Sowjetunion, und es ist jetzt nicht sonderlich problematisch, wenn wir jetzt zunächst mal Hilfe aus dem Ausland annehmen, damit wir uns überhaupt stabilisieren können. Und tatsächlich sollte das so kommen, dass nämlich ausländische Mächte hier mit Hilfslieferungen eingriffen und die Hungersnot zumindest versucht wurde, aktiv zu bekämpfen. Doch das sollte in den 1930er Jahren bei der Hungersnot, die man als Holodomor eben bezeichnet, nicht mehr der Fall sein. Der Holodomor war eine Hungerkatastrophe, die allerdings sich von früheren Hungerkatastrophen sehr stark unterschied. Denn diese Hungerkatastrophe war systematisch von Menschenhand herbeigeführt. Es war keine Naturkatastrophe, sondern es war eine menschengemachte Katastrophe. Warum kam jetzt dieser Holodomor zustande? Man muss sich vorstellen, dass die Ukraine in den 1930er Jahren vor allem eine Agrarfläche war. Die Ukraine war ein Agrarstaat, ein Agrarland, wo man eben Landwirtschaft betrieb. Doch dieses Gebiet war eben riesig groß und die Sowjetunion stand nun auf dem Standpunkt, wir müssen nach und nach auch dieses Gebiet industrialisieren. Wir müssen diese Landmasse nutzen, um die eigene Industrialisierung voranzutreiben, denn auf Dauer müssen wir, was Industrie und Waffentechnik betrifft, mit der westlichen Welt gleichziehen, denn sonst können wir uns in einem Krieg, der dann irgendwann wieder kommen würde, nicht wehren. Und um diesen Rückstand, den technologischen Rückstand auf westliche Länder aufzuholen, wurde jetzt nun die Industrialisierung in der Sowjetunion mit allen Mitteln vorangetrieben. Und das hatte Konsequenzen. Doch da man von Beginn an Nahrungsmangel in der Sowjetunion hatte, musste man sich nun entscheiden, wie man die Ressourcen, die man hatte, nun einsetzen würde. Und da war natürlich klar, dass die Arbeiter, die Industriearbeiter und alles, was eben mit der Industrialisierung zusammenhing, hier eindeutig den Vorrang haben müsse und die Bauern eben eindeutig sich hinten anstellen müssten. Auf gut Deutsch bedeutete es, dass man nun nach und nach anfing, den Bauern immer mehr von ihrem Getreide, was sie ja eben auf den verschiedenen Feldern, auf den großen Landwirtschaftsflächen in der Ukraine anbauten, abnahm.
Und das führte dazu, dass die Bauern mehr und mehr in eine Hungerkrise gerieten. Denn die Kollektivierung der Landwirtschaft in der Sowjetunion hatte nicht dazu geführt, dass man jetzt nun erfolgreicher gewesen wäre in der Landwirtschaft, sondern genau das Gegenteil war der Fall gewesen. Die Landflächen waren geschrumpft und die Bauernbetriebe arbeiteten teilweise sehr ineffizient. Hinzu kamen natürlich dann auch naturgegebene Umstände, die Ernten vermindern konnten. Und am Ende des Tages warf nun jede Ernte weniger ab, als man eigentlich gedacht hatte. Da man aber gleichzeitig staatlicherseits die Abgaben für die Bauern erhöhte, kann man sich vorstellen, was die Konsequenz daraus war. Nämlich immer weniger zu essen für die Bauern. Das führte zu einer gravierenden Hungersnot in den 30er Jahren, die eben durch die Regierung in Moskau dadurch gefördert wurde, dass man den Bauern eben viel mehr wegnahm, als eigentlich notwendig gewesen wäre und die Bauern damit sozusagen in den Hungertod trieb. Das setzte natürlich wiederum eine massive Hungerspirale, könnte man sagen, in Gang, denn die Bauern waren natürlich jetzt genötigt, um irgendwie zu überleben, sogar ihr eigenes Saatgut zu essen, was wiederum dazu führte, dass natürlich die nächste Saat wiederum geringer ausfiel und die Ernte entsprechend dann auch geringer ausfiel. Und so pflanzte sich im Grunde diese Hungersnot fort. Und in den Jahren 1932 und 1933 sollte diese systematische Hungersnot zu Millionen von Todesopfern in der Ukraine führen. Wohlgemerkt bedeutet das allerdings nicht, dass die anderen Sowjetrepubliken von Hungersnöten verschont gewesen wären, denn dort starben auch Millionen von Menschen. Neben der erhöhten Getreideabgabe, die man zur Versorgung der eigenen Arbeiterschaft brauchte, brauchte man natürlich auch massenweise Getreide für den Export ins Ausland. Denn man musste eben Maschinen, Rohstoffe und andere Dinge, die man für die eigene Industrialisierung brauchte, aus dem Ausland importieren und man musste das ja irgendwie bezahlen mit Exporten. Und diese Exporte waren natürlich Getreide. Und Getreide bekam man eben primär in der Ukraine, die ja bis heute noch als die Kornkammer Europas bekannt ist. Die bis heute schwerwiegende Frage beim Holodomor ist, warum intervenierte die sowjetische Regierung hier nicht? Warum unternahm Moskau nichts dagegen, die Bauern vor dieser Hungerkatastrophe zu retten? Die Antworten auf diese Frage fallen sehr unterschiedlich aus, je nachdem, wen man dazu befragt. Aus der Sicht der Ukrainer ist der Holodomor bis heute der Versuch Russlands, der Versuch der Sowjetunion gewesen, eine ukrainische Nationalität, eine ukrainische Ethnie, ukrainische Kultur und ukrainische Sprache letztendlich zu vernichten. Aus russischer Sicht wird die Sache wahrscheinlich anders zu beurteilen sein. Man könnte zwar durchaus die Frage stellen, ob man hier ein Interesse hatte, eine ukrainische Nationalität zu unterdrücken, denn wie gesagt, man wollte keine Autonomiebestrebungen in diesen Ländern. Gleichzeitig war aber wohl eines der hervorgehobenen Argumente ein wirtschaftliches bzw. industrielles, wie eben dargestellt. Denn man brauchte eben die höheren Abgaben der Bauernschaft, um die eigene Industrialisierung voranzutreiben, um Güter aus dem Ausland zu bezahlen und ähnlichem. Insofern war diese Hungersnot systematisch zwar herbeigeführt, aber im Grunde eben vor allem wirtschaftlich bedingt. Das ändert natürlich nichts daran, dass man hier Millionen Todesopfer in Kauf nahm, aber ob es nun eine gezielte Tötung war, die gezielt auf die Ukraine als Nation und als Nationalität gerichtet war, darüber lässt sich sicherlich streiten. Dass man dem Holodomor im Ausland nicht gerade mit Sympathien begegnen würde, war Josef Stalin, dem Machthaber der Sowjetunion, natürlich klar. Aus diesem Grund versuchte die Sowjetunion in den 30er Jahren mit allen Mitteln die Wirkungen und Nachwirkungen, die Folgen dieses Holodomor geheim zu halten. Man wollte auf keinen Fall, dass das Ausland davon etwas erfährt. Denn damit wäre die sowjetische idealisierte Blase, in der man im Ausland gelebt hatte, also die Vorstellung der idealisierten und tollen Sowjetunion, die insbesondere verschiedene kommunistische Kräfte in den europäischen Staaten eben hatten, zerplatzt. Denn dann hätte man festgestellt, das Sowjetsystem ist im Grunde ein Unterdrückungsapparat, zumindest mal die Sowjetunion unter Josef Stalin. Und dann wäre das Prestige der Sowjetunion im Grunde in die Knie gegangen im Ausland. Und das musste man verhindern. Schlussendlich kam aber der Holodomor trotzdem heraus, was damit zusammenhing, dass einige mutige Journalisten eben Nachforschungen anstellten und das teilweise auch mit ihrem Leben bezahlen mussten. So erfuhr man davon und damit wurden die idealisierten Vorstellungen von der Sowjetunion bei vielen Kommunisten in Europa durchaus gravierend beschädigt. Eine bis heute häufig mal anzutreffende Frage ist, ob man den Holodomor mit dem Holocaust in Deutschland vergleichen kann. Das ist eine schwierige Frage, denn die Grundvoraussetzungen dieser zwei historischen Gegebenheiten sind natürlich sehr unterschiedlich gewesen, auch wie sie umgesetzt wurden, sind sehr unterschiedlich gewesen. Insofern ist das natürlich hier immer mit einer Menge Fragezeichen versehen.
Möchte man diesen Versuch allerdings doch übernehmen, dann könnte man das jetzt mal versuchen, ein Stück weit zu vergleichen. Der Holodomor in den frühen 1930er Jahren war eine Hungersnot zunächst einmal. Insofern war der Holodomor keine gezielte Tötung, keine aktive Tötung. Es war keine Tötung wie beispielsweise im Nationalsozialismus während des Holocausts mit den Gaskammern, wo man Leute eben systematisch aktiv tötete. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Sowjetunion auch nichts gegen diese Hungerkrise unternahm. Man hatte diese Hungerkrise ja selbst bewusst aktiv herbeigeführt, indem man den Bauern möglichst viel weggenommen hatte und hatte eben anschließend verweigert, den Bauern Hilfe entgegenzubringen. Man nahm damit also in gewisser Weise passiv und aktiv zugleich eine Hungersnot hin, die Millionen von Menschen dahinraffen sollte. Schlussendlich ist die Frage, ob man Holocaust und Holodomor überhaupt miteinander vergleichen kann, ein Stück auch weit darin begründet, ob sie beide wirklich ideologische Fundamente hatten. Der Holocaust war ganz klar eine Folge des nationalsozialistischen ideologischen Denkens, nämlich dem Versuch, das Judentum vom Erdboden zu tilgen. Damit war es ein gezielter Massenmord an einer bestimmten Ethnie und wird deswegen auch bis heute als ein Völkermord klassifiziert. Auf der anderen Seite ist es beim Holodomor durchaus schwierig zu erklären, ob er tatsächlich gezielt gegen die Ukraine als Nation, als Nationalität und Ethnie gemünzt war, denn er hatte eben bestimmte wirtschaftliche Implikationen. Man wollte die eigene Industrialisierung vorantreiben und war bereit, diese Millionen Opfer hinzunehmen. Gleichzeitig war aber eben der Holodomor und die Hungersnöte auch längst nicht auf die Ukraine begrenzt. Insofern fällt es auch schwer, ein Stück weit von einer gezielten Ausrottung von Ukrainern zu sprechen. Dennoch, ob es jetzt nun gezielt gegen Ukrainer und alleine eben gegen Ukrainer, gegen eine bestimmte Volksgruppe gerichtet war, und das ist eben die Definition letztlich auch für einen Völkermord, das ist eine umstrittene Frage. Nicht umsonst ist es bis heute so, dass viele Länder den Holodomor nicht als einen Völkermord anerkennen möchten. Soviel erstmal bis hierhin zum Holodomor, einer systematisch herbeigeführten Hungersnot in der Ukraine der frühen 30er Jahre. Eine Hungersnot, die dadurch ausgelöst wurde, dass man die Industrialisierung vorantreiben wollte und dabei die Bauern zugunsten der Arbeiterschaft und verschiedener Exporte aus dem Ausland in den Hungertod trieb. Das Ergebnis waren Millionen von Todesopfern, die nach dem Rauskommen des Holodomor auch im Ausland für Empörung sorgten. Die Blase der idealisierten Sowjetunion begann im Ausland und unter den Kommunisten Europas zu platzen. Immer stärker zeigte sich die stalinistische Sowjetunion als ein Unterdrückungsapparat, der mit den sozialistischen Vorstellungen Europas nur wenig zu tun hatte. Vergleiche mit dem Holocaust, wie gesagt, hinken ein Stück weit. Der Holocaust war eine aktive Tötung, vor allem durch Gas, an der jüdischen Bevölkerung Europas. Eine gezielte Ausrottung der jüdischen Rasse. Auf der anderen Seite war der Holodomor eine viel stärker passiv herbeigeführte Tötung. Man trieb die Bauern in den Hungertod und war nicht bereit, dagegen etwas zu unternehmen. Stattdessen wurde das Ganze sogar noch aktiv dadurch beschleunigt, dass man den Bauern immer mehr Nahrung nahm und somit die Leute im Grunde auf der Straße an Hunger umfielen und starben. Während der Holocaust eine klar ideologisch motivierte, aktive Tötung von Juden war, ist beim Holodomor zumindest umstritten, inwieweit es eine ideologisch motivierte Komponente hatte. Andererseits kann man das Ganze auch als eine wirtschaftliche Notwendigkeit aus sowjetischer Sicht sehen, wo die Bauern eben zugunsten der Arbeiterschaft und anderer Gruppen im Reich leiden mussten, denn das war ja etwas, was nicht Josef Stalin erfunden hatte, sondern das war selbst unter Wladimir Lenin schon Konsens gewesen, also lange bevor Stalin sein stalinistisches System, seine Diktatur, artige Staatsführung ausgebaut hatte. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Anregungen, Themenvorschlägen und Ähnlichem und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!